Freunde, willkommen zu einem neuen Video von Basement 45. Heute mal wieder mit einem Produkttest. Und zwar, es geht um diesen wunderbaren Amp. Das ist der Cambridge AXA 35. Wie kam ich dazu? Snake Oil Audio hat in seinen letzten Videos die perfekte Anlage bis 1000 Euro zusammengestellt oder eine Anlage bis 1000 Euro zusammengestellt und unter anderem auch den Cambridge dazu bekommen. Und nach seinem Video hat er bei mir angefragt, Mensch, ich würde gerne mal wissen, was du davon hältst, kann ich dir das Ding mal zuschicken? Und ja, klar, habe mich natürlich gefreut, dass der da an mich gedacht hat. Ja, ein paar Tage später kam das Ding auch schon an. Ganz schlichter Karton, aber ganz safe verpackt und mega happy, wie gesagt, dass ich da nochmal was testen kann. Ich bin immer bereit dafür und ich bin natürlich ein Fan von bezahlbarem HiFi und das ist hier mehr als bezahlbar. Der Cambridge Audio liegt bei 350 Euro Marktpreis mit Phonostufe, aber dazu kommen wir noch gleich. Wie gesagt, das Ding angeschlossen und aber erstmal schauen wir uns das Gerät näher an und dann reden wir ein bisschen über den Klang und ich versuche euch davon was zu erzählen. Also, los geht's. Da ist das gute Stück in der vollen Pracht. Schaut nochmal genau hin. Ich finde mein Geschmack absolut getroffen. Es ist wunderbar. Wunderbar sauber verarbeitet. Wirklich bis aufs kleinste Detail. Die Knöpfe haben einen wunderbaren Druckpunkt. Die Saiten sind top verarbeitet. Das Ding ist knapp 7 Kilo schwer. Und die technischen Daten sind bei 2x35 Watt auf 8 Ohm. Und da nicht erschrecken bitte. Skaliert Cambridge Audio oder gibt die Daten immer etwas, zurückhaltender an, ich sag's mal so, und dann sind das immer noch 35 Watt an 8 Ohm und das ist wirklich für die meisten Lautstärken jede Menge. Jetzt gucken wir nochmal hier, da sieht man den für diese Größe, für diese Preisklasse wirklich fetten Ringkerntransformator, die Filtercaps, also es ist komplett diskret aufgebaut. Ich finde den wirklich hübsch. Machen wir doch mal an. Denn viel wichtiger ist, dass das Arma so ein sehr befriedigendes Klacken gibt, wenn man den anmacht von den Relais. Das war's. Jetzt ist das Ding an. Jetzt könnt ihr euch die Lautstärkeregelung angucken. Also natürlich wie bei den Lautstärkeregeln ohne Alps. Diese Rasterung, die mir persönlich nicht gefällt, ich mag es nicht, wenn es so einrastet, aber es ist natürlich fürs Volume wunderbar einzustellen und somit immer ideal die richtige Lautstärke getroffen. Ich habe hier daheim meistens so um die 40 bis 33 dB gehört, 32, je nachdem. Und aber zum Klang kommen wir noch, da will ich noch gar nicht hin. Ich zeige euch jetzt nochmal die einzelnen Knöpfe und was sie so alles können. Den An-Aus-Knopf hatten wir schon, wunderbares Feedback. Dann haben wir hier den 6,3 mm Kopfhöreranschluss, Infrarotsensor, der Aux-In-Anschluss. Dann haben wir hier einfach nur 5 Knöpfe für die jeweiligen 5 Eingänge. A1, A2... A3, A4 und Phono. Und Phono, meine Freunde, wow. Ich will nicht zu viel verraten, darüber reden wir gleich nochmal und zwar in Ruhe. Aber ich kann euch versprechen, nicht weniger als sensationell. Ich habe damit nicht gerechnet. Dann haben wir das Menü, um Bass, Treble und Balance nochmal einzustellen nachträglich. Und dann wird das Ganze in 2 dB Schritten nach oben gestellt bis 10 und mit dem Lautstärkeregler. Das Ganze geht auch mit der Treble nach unten, genauso wie nach oben. Und die Balance, könnt ihr euch sicherlich denken, wird genauso eingestellt.
So, wenn man da jetzt eine längere Zeit nichts dran macht, dann springt das Ganze wieder zurück. Interessant finde ich bei der Geschichte, wenn man den runterdreht. Habt ihr gehört? Der geht selbstständig in Standby und schaltet sich mit einem wunderbaren Klacken des Relais aus. Müsste ich mal nachlesen, wofür das genau ist, aber ich denke, das ist wirklich eine Standby-Funktion. Darüber habe ich nämlich noch nirgends gelesen oder noch nichts gehört. Ist mir nur aufgefallen, als ich die Lautstärke runterdrehen musste und dann, wie gesagt, bei minus 80 dB hat es klack gemacht. Normale Hörumgebung 40 bis 30 dB war es bei mir immer. Ansonsten haben wir hier tolle Haptik, es ist Metall. Es ist alles wunderbar verarbeitet. Wir reden hier von 350 Euro, das darf man nicht vergessen. Und jetzt drehen wir das schöne Stück mal um und dann zeige ich euch, wie es hintenrum aussieht. Da steht es nochmal: Cambridge Audio AXA 35 Integrated Amplifier, designed and engineered in Great Britain, assembled in China. Na klar. Nichts anderes erwartet. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Die können mittlerweile oder schon lange, lange Zeit Verstärker bauen. Also das ist kein Widerspruch mehr und nichts Schlechtes. Schaut mal, so sieht das aus. Hier haben wir die Eingänge A1. Das wunderbare kleine Detail ist, dass man, wenn man kopfüber den Verstärker anschließt, auch noch alles lesen kann. A1, A2, A3. Hier dieser extrem gute Phono-Anschluss. Aber dazu, wie gesagt, in der Besprechung mehr. Den A4-Anschluss und den Rack-Out sowie die Ground-Schraube. USB 5-Volt-Anschluss, allerdings nur mit einer Ladefunktion. Kann aber auch ganz nützlich sein, wenn man mal kurz sein Handy aufladen möchte oder ein Gerät, was sowieso dann irgendwie angeschlossen ist, mit ein bisschen Leistung versorgen. Dann haben wir Standard Anschlussklemmen, nichts Besonderes, muss es aber in dieser Kategorie auch nicht sein. Wie ich finde, die tun ihren Job. Man kann Kabelenden anschließen, man kann Bananas anschließen, wie es bei mir der Fall war. Dann haben wir da noch den Hinweis auf 8 Ohm, 0,5 Watt Standby und hier haben wir Power AC. Das ist allerdings furchtbar interessant. Wir haben trotz 35 Watt an 8 Ohm Abgabe angegebenen Watt. Wie gesagt, ich denke, da verbirgt sich deutlich mehr dahinter. Eine maximale Poweraufnahme von 260 Watt. Also es ist verdammt viel Aufnahme, um nur 35 abzugeben. Da sehe ich bei größeren Verstärkern auch deutlich kleinere Zahlen und bei mehr Watt auch. Und das war's. Vorne wie hinten ist es wirklich ein Prachtstück. Ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber auf den Video, wie der wirklich gut verarbeitet ist. Nichts weiter als für den Preis eine Sensation, wie ich finde. So, das war der Cambridge mal im Detail. Ich hoffe, ihr habt da alles gesehen und alles erfahren, was ihr wissen wollt. Ja, ich versuche das Ganze mal zu beschreiben. Also erstmal. Dieser wunderbare Prachtkerl, wie ihr ihn gesehen habt, kommt mit einer Fernbedienung und mit einer vernünftigen Fernbedienung dazu. Keine Scheckkartenbedienung. Ich persönlich hasse Scheckkartenfernbedienung. Ich weiß nicht, was das soll. Natürlich Plastik. Wir reden von 350 Euro, aber es gibt eine Standardfernbedienung dazu, die wunderbar funktioniert. Laut leise ist sowieso das meiste, was ich benutze. Zudem noch. Ich benutze den Amp genauso wie meinen Amp nur mit dem Phono-Teil. Ich höre nichts anderes, keine CD, kein Digital, kein Streaming. Also die Beschreibungen beziehen sich auf den Amp inklusive des Phono-Teils, genauso wie auf die Vergleiche mit meinem T plus A. Da geht es auch nur um das Phono-Teil, weil ich nur so höre. Alles andere kann ich einfach nicht sagen. Ja, das Teil kam an. Wie gesagt, ich habe das ganz kurz entschlossen angeschlossen, einfach mal auf den Verstärker gestellt, angeknipst und ja, dann kam der Schock. Denn
Ich bin echt geschockt. Das Ding klingt im ersten Augenblick nicht anders als mein T plus A. Und das war erstmal so ein Moment, denn der T&A hat mal 4.500 Mark gekostet. Es war eine Weile her, allerdings das Teil kostet 350 Euro. Wie gesagt, eine Platte aufgelegt, die Phono-Sektion ausgewählt. Hammer. Es sticht nichts heraus. Das ist das Wunderbare. Es kommt vor wirklich wie so ein glatter Frequenzgang. Es gibt keine übersteuerten Höhen. Das Ganze spielt sehr mittig. Es gibt einen guten, kontrollierten Bass. Also meine Fresse nochmal, 350 Euro. Aber ihr habt den Ringkern-Transformator gesehen und die Filtercaps. Also da ist ein bisschen Dampf dahinter. Die 35 Watt, wie angesprochen von Cambridge Audio, an 8 Ohm. Und das ist nur die einzige Angabe, die machen. Man hört hier und da, dass die sowieso leicht zurückhaltend diese Sache angeben. Allerdings hat die Wattzahl ja nichts mit Bass oder mit Performance zu tun, sondern einfach nur mit Lautstärke. Was anderes ist es nicht. Als es so mal ein paar Tage her war und ich so, ja, einige Platten schon gehört habe, von Jazz, von Pop, all die Platten, die ich gut kenne, hat sich herauskristallisiert, dass die Phono-Sektion und der Verstärker in vielen Bereichen besser ist als meine T plus A. Und das hat mich geschockt. Ich höre bei vielen Aufnahmen in der Phono-Sektion sehr viel mehr Details. Und ich meine wirklich viel mehr Details. Die Bühne des Verstärkers ist weiter, definitiv weiter. Von der Tiefe höre ich einfach keinen Unterschied. Allerdings das, was der mir vermittelt, es ist offener, es ist weiter das Ganze. Wie gesagt, die Höhen sind da, die Höhen sind crisp, ja, für meine Ohren, nicht ganz so zurückhaltend wie der T plus A, sogar da ein Ticken mehr, ein Ticken heller, aber alles wunderbar. Wie gesagt, keine Sektion sticht bei diesem Verstärker hervor, finde ich, weder die Mitten, noch der Bass, noch die Höhen. Es gibt eine wunderbare Klangwand. Den Verstärker habe ich an meinen Wharfdale gehört, zuerst mal an die Acoustic Energy angesteckt. Und Leute, wenn ihr eine Anlage sucht, das ist eine Kombination, Wahnsinn, Wahnsinn. Da die Acoustic Energy ja so Ticken forward spielt für meine Verhältnisse, also wie ich gesagt habe, oben ausgeleuchtet und unten mit den swingenden statt brettharten Bass, mit der Kombination zum Cambridge Audio, mit den Mitten dabei. Das gibt ein so rundes Bild. Zusammen mit dem Fluence-Plattenspieler, den ich nicht habe, weil mich da eine Kleinigkeit genervt hat. Der musste wieder gehen. Da habt ihr, ich glaube, für knapp 1500 Euro oder 1600 Euro eine Anlage, eine Phono-Sektion dabei. Das ist der Hammer. Wie gesagt, dann habe ich dem Verstärker auch überhaupt nicht leicht gemacht, sondern an die Wharfdales angeklemmt. Und ja, das war die Magie, mein lieber Mann. Also ich habe die Wharfdales und wirklich, der TA ist ja nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Die Phono-Sektion kostet 500 Euro, also mehr als der ganze Amp. Da ging es dann los, Jazz, Pop, Blues, das alles hatte, wie es in den Tests beschrieben ist, einen Körper, ein Gewicht. Klar, der einzige Unterschied, den ich feststellen musste, ist, dass der, wenn es ganz nach unten geht in den Basskeller, nicht die Definition hat. Oder nicht ganz so tief. Wir reden hier wirklich von einem Müh, von ja, vernachlässigbaren Geschichten. Absolut. Für mich war es nicht wert, wieder hin und her zu switchen, denn ich habe den 2 Wochen lang am Stück gehört. Grandios. Das Ganze ist wirklich körperhaft. Ihr habt im Bass durch die Phono-Sektion so viel Details. Das Ganze ist so strukturiert darunter mit den Wharfdales. Acoustic Energy sowieso, weil die swingender sind, aber mit den Wharfdales, die im Bass ein bisschen mehr hinlangen und hier so ein gefühlt kein Buckel da ist im Bass, sondern einfach der einfach strukturiert durchzieht und die ganze Musik zusammenpackt in ein ganzes geschlossenes System. Dass es eine Freude ist, auch alte Platten zu hören, Jazz, wie gesagt, oder dünn aufgenommener Rock aus den 70ern, Prog-Rock, je nachdem, das Ganze hat einen Drive. Dynamischer ist das Ganze sowieso als mein T&A.
Wir reden hier nicht von Dynamik à la Rega oder Name Audio, auf gar keinen Fall. Das ist nach wie vor ein 350-Euro-Gerät. Aber für mich ist es der Anti-Hi-Fi-Amp. Und was ich damit meine, ist das Ding anschließen. Und ich habe nicht nachgedacht, ob das Ding 350 oder 3000 kostet. Ich habe die Musik genossen. Ich hatte Spaß dabei. Der Hintergrund ist leise. Da rauscht aber gar nichts, wenn ihr den aufdreht. Auch so. Habt ihr gesehen, der Bereich ist ziemlich groß zum Lautstärkeregeln. Also ihr habt einen schwarzen Hintergrund, wie man so schön sagt. Es kommt alles klar. Ja, die Lautsprecher haben quasi mehr geatmet mit dem Verstärker, was total verrückt ist für 350 Euro. Ist mir so noch nicht passiert. Und sogar, da sind halt dicke Dinger, die Wharfdales, die brauchen eigentlich ein bisschen Krach, ein bisschen Kraft. Und Krach können die auch machen. Natürlich reicht er dann nicht an, die haben jetzt 90 dB Wirkungsgrad, das ist absolut in Ordnung. Ich glaube, für eine Party wird es sogar auch noch reichen, aber wer macht das denn mit diesem Amp? Wenn die Lautsprecher dann ein bisschen mehr Saft brauchen, weiß ich nicht, wie es da funktioniert. Ich werde ihn nochmal an dieser Dinger hier anschließen, aber dazu kommt in ein paar Wochen nochmal ein Video. Also, ich bin einfach geflasht, weil das ist nicht gesponsert, ich kriege dafür kein Geld, gar nichts, aber ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich mir den Amp kaufe. Denn allein durch die Phono, klar, Leute, es geht immer mehr. Es geht immer mehr und ich weiß, dass es immer besser klingt. Aber der T plus A an den Wharfdales ist ein Traum. Aber wenn ich auf den Cambridge wechsle, habe ich mehr Dynamik, ich habe mehr Schattierung, ich habe eine größere Bühne, ich habe einen besseren definierten Bass bis zu einem gewissen Level. Absolut. Wie gesagt, das Ganze ist größer. Die Akteure sind nicht, wie gesagt, pinpoint, scharf umrissen, ja, wie man so schon sagt, das nicht. Aber ich sehe ganz genau, wer wo steht, wer was spielt. Dieser kleine Verstärker hat eine Energie, ein Durchsetzungsvermögen, auch bei den Wharfdales, die wirklich große Rufe haben und schwer zu kontrollieren sind, wie ich finde. Hätte ich ihm nicht zugetraut und würde ich auch für den Preis, wobei man mit Preisen mittlerweile mit dem Hi-Fi vorsichtig sein muss. Was mich erstaunt hat, vor 20 Jahren, mein T plus A ist aus den Anfang 2000er Jahren, 4.500 Mark mit der Phono-Vorstufe für 500 Euro mittlerweile. Unglaublich viel Geld damals wie heute. Und jetzt kommt, wie gesagt, 20 Jahre später, ein bisschen mehr, kommt 350 Euro Hi-Fi. Super perfekt gemachtes Hi-Fi und tritt ihm ordentlich auf die Füße. Und das ist so eine Sache, warum Vintage Hi-Fi für mich, der Klang Vintage, absolut verständlich. Es gibt Fans davon mit JBL-Boxen. Ich kann das nachvollziehen, ich habe das gehört, es klingt alles tadellos. Allen Fans, das ihre, alles gut. Aber gerade den mit Vintage Hi-Fi, wirklich, tut euch den Gefallen, bestellt ihn, ansonsten schickt ihn wieder zurück. Ihr werdet es nicht bereuen. Vintage Hi-Fi-Fans sollten diesen Verstärker, wenn ihr Platte hört oder auch einen CD-Player anschließen wollt, einfach mal ausprobieren. Das ist ein sensationeller Verstärker. Für mich ist das wirklich eine Sensation in der Preisklasse und wie, ja, bis 800, 900 Euro. Absolut konkurrenzfähig und ich glaube, den ein oder anderen wird er auch mit seiner Klangpracht in den Arsch treten. Das ist aber nur meine Meinung. Die analoge Farbenpracht würde ich am liebsten so sagen. Die Farbenvielfalt, die dieser Verstärker darstellt mit der integrierten Phono. Und wenn man so ein bisschen im Internet nachliest und ein bisschen bei Cambridge oder den einen oder anderen Test liest, und ich lese sehr gerne Tests dann zu Verstärkern, Cambridge Audio hat hier eine Phono-Vorstufe verbaut, die sehr, sehr ähnlich, und natürlich könnt ihr nicht sagen, dass es genau das gleiche ist, wie die Cambridge Audio Uno oder Solo, die für weit über 200 Euro verkauft wird. Und das ist natürlich der Hammer bei einem Straßenpreis von 350 Euro. Klar könnt ihr nicht sagen, dass es genau das gleiche ist, das wird natürlich die separate Phono-Vorstufe diskreditieren. Aber ich glaube fest, dass es bis auf 99% oder sogar 1:1 diese Solo oder Uno ist. Wie gesagt, dieses kleine graue Kästchen, typisch Cambridge Audio, 230 Euro, 250 Euro.
Und das ist hier mit dieser aufgebauten, selektiven Geschichte hier ein Traum. Also wie gesagt, geile Phonovorstufe, ein super geiler Klang, eine Klangpracht, eine Vielfalt mit den Lautsprechern, mit beiden Lautsprechern, mit den Acoustic Energies sogar noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen dynamischer, noch ein bisschen die Schattierungen noch ein bisschen herausgearbeitet, dadurch, dass die oben einfach mehr ausgeleuchtet sind, macht das Ganze für jemanden, der nicht das Schwelgerische sucht, nicht die volle analoge Farbenvielfalt, sondern einfach vernünftig und verdammt gut Musik hören möchte, ist das eine Kombination, die alle auf den Schirm haben sollten. Und das ist nämlich das Ding. Für 350 Euro habe ich den auch anfangs milde belächelt. Das könnt ihr vergessen. Also der spielt meiner Meinung nach, und ich habe viele, viele Verstärker hier gehört. Ihr könnt das in meinem Insta verfolgen. Ich hatte wirklich, wirklich bestimmt an die 10 verschiedene Verstärker hier. Der spielt bis an die 800 Euro Grenze, 800, 900 Euro, aber tadellos mit, ohne irgendein Zucken, ohne sich irgendeinen Fehler zu leisten. Natürlich ist es der warme britische Sound, den ich gar nicht so warm empfinde, sondern einfach richtig, einfach natürlich. Die Musik kommt korrekt bei mir an. Es kommt von dem Theo Plus A ein bisschen nach vorne, die Musik. Also sie wird so minimal ein bisschen gepusht, was mir und den Boxen absolut entgegenkommt. Und nichts stört, nichts bricht irgendwie aus dem Bild, nichts fällt in sich zusammen, auch bei lauten Lautstärken. Wobei das natürlich irgendwie an die 100 dB mit Wolf, der wird schwierig, geht, aber habe ich gar nicht ausprobiert. Aber sehr laute 90 ist absolut in Ordnung. AC/DC rockt und fetzt. Man hört die Gitarren, wie sie durchs Zimmer flirren. Bei AC/DC hatte ich so noch nicht gehört. Und ich glaube, das liegt daran, dass der T plus A einfach zu sehr Gentleman ist, wie ich immer gemeint habe. Und hier kommt der kleine 350-Euro-Zwerg und haut ihn mal ordentlich vors Knie, aber so richtig. Also grandioses Teil. Also, wenn ihr eine Anlage wollt, einen Verstärker, und ihr hört viel Platte oder nur Platte, so wie ich, alles andere kann ich absolut nicht beurteilen, aber ich glaube nicht, dass es abfällt. Und ihr wollt einen körperhaften, smoothen, aber detailreichen und absolut definierten Klang, greift zu. 350 Euro kann sich, soweit ich denke, jeder leisten. Das ist kein teures Hi-Fi. Es ist aber in meinem Sinne absolut Hi-Fi, weil das gibt's schon jahrelang auf dem Markt, diesen Amp. Ich glaube, viele haben den, aber viele übersehen ihn gerade wegen des Preises. Es ist einfach die Klarheit, die Dynamik, eine Textur im Sound, einen schönen Bass, selbst mit dem Wolf Dales, absolut in meinen schwierigen Raum, der ab und zu wummert. Der hat A, die Kontrolle darüber, und B, finde ich, stellt er die Frequenzen, die es wummern, gerade bei mir, deswegen kommt er so positiv rüber, gar nicht so deutlich heraus, sodass ich einfach ein wunderbar relaxtes, smoothes, aber absolut detailreiches Klangbild habe, wo nichts nervt. Und ich zum 100. Mal, wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, Jazz, gerade die Alben, diese Blue Note Alben oder 70er Jahre Prog-Rock, Klassik-Rock, Deep Purple da drauf, was habe ich gehört, Folksinger, das hat alles eine Textur von der Stimme, von den Mitten her. Das geht ins Mark. Absolut genial gemachter Amp mit einer Soundsignatur, die ja natürlich und fantastisch ist. Also ich bin absolut überzeugt. Dadurch ist er auch noch leise. Es rauscht nichts, auch bei hohen Lautstärken, Leute. Ja, kann ich nur empfehlen, aber ich rede wieder viel zu viel. Ich hoffe, ihr skippt das nicht, aber das ist so meine Empfindung bei diesem Amp. Ich bin so überrascht und so geflasht von diesem Ding seit 2 Wochen, wie viel Spaß die Kiste hier macht im Wohnzimmer und ich immer wieder lauter mache und mich dabei ertappe. Auch bei leise Hören macht in der Nacht macht die Kiste richtig Spaß. Sie hat Kontrolle, sie hat Kraft, Dynamik ist da. Einfach ein wunderbarer Verstärker. Für mich der Anti-Hi-Fi-Amp, weil anschließen und vergessen einfach nur Musik hören und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zu dem Video, gerne in die Kommentare. Ist es ein bisschen länger mit der Beschreibung geworden, aber es ist auch immer schwierig, Klang irgendwie zu beschreiben und rüberzubringen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video sehr bald. Bis dahin, macht's gut.